Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und Level Up Your Life mit Folge 61 und dem Thema: Diese 8 Streiche spielt dir dein Verstand. Herzlich willkommen zu Folge 61 des Durchstarter-Podcasts. Hier ist der Damian und heute will ich gemeinsam mit dir einmal ganz genau deinen Verstand unter die Lupe nehmen. Also bist du bereit? Denn der Titel von dieser Folge heißt: Diese 8 Streiche spielt dir dein Verstand. Viele von uns denken nämlich, dass wir zu jeder Zeit immer alles selbst unter Kontrolle haben. Doch weißt du was? Das ist nicht so ganz richtig. Denn in uns wirken Programme und Muster, die tief im Unterbewusstsein verankert sind und die unser Verstand, ohne sie zu hinterfragen, ausführt und anwendet. Welche das sind und was du tun kannst, damit du diese Streiche ganz bewusst unterbindest, das verrate ich dir jetzt. Also, bist du bereit? Prima. Streich Nummer 1. Veränderung bedeutet niemals etwas Gutes. Diesen Streich spielt uns der alte, der primitive Teil unseres Gehirns, den wir von unseren Vorfahren bereits vererbt bekommen haben. War es für sie noch überlebenswichtig, sich eine Zone aus Komfort und Vertrautheit zu schaffen, damit der Säbelzahntiger sie nicht in einem unbekannten Waldstück auffrisst, so nutzen viele Menschen diese steinzeitliche Tatsache heutzutage noch als Ausrede, um nichts in ihrem Leben zu verändern. Auch wenn sie es dringend notwendig hätten oder wenn es dringend notwendig wäre. Du unterbindest diesen Streich, indem du deine innere Barriere der Angst durchbrichst und dich ganz bewusst neuen Situationen stellst, um neue Erfahrungen zu sammeln. Streich Nummer 2. Das Nur-noch-Syndrom, dieses nur noch einmal ein Eis und dann nehme ich ab, nur noch einmal auf dem Sofa liegen bleiben und dann tue ich es, nur noch einmal diese eine Sache und dann, weißt du, was ich meine? Komm, wir schauen es uns mal gemeinsam an. Unser Verstand ist ein Junkie, der kurzfristige Highs liebt. Er liebt diese kurzfristigen Höhepunkte. Und aus diesem Grund sind die meisten von uns gefangen in der ständigen Suche nach dem nächstbesseren Ding, der nächstbesseren Situation oder der nächstbesseren Person, die ihre grenzenlose Gier stillen und ihr Glück vollkommen machen soll. Doch weißt du was? In Wahrheit ist das aber eine bloße Illusion, denn diese Vollkommenheit kann niemals erreicht werden. Mein Rat an dich: Übe dich jeden Tag in tiefster Dankbarkeit und freue dich über das, was du hast und was du bereits lebst. Dankbarkeit ist die größte Kraft und zu oft verlieren wir den Fokus für all die wundervollen Dinge, die uns tagtäglich im Leben begegnen. Alleine, dass du dir diesen Podcast jetzt im Hier und Jetzt anhören kannst, ist doch ein riesiges Geschenk. Denn das bedeutet, du hast Zeit. Und du kannst es dir leisten, dich mit deinem persönlichen Wachstum zu beschäftigen. Weißt du was, das ist doch purer Luxus, den mehr als 85% der Weltbevölkerung nicht nutzen kann. Die haben da keinen Zugriff zu. Die müssen täglich ums Überleben kämpfen. Freu dich also, dass du in dieser außerordentlichen guten Situation in deinem Leben bist. Jetzt kommen wir zu Streich Nummer 3. Spitz also die Ohren. Er heißt: Ich kann doch gar nichts dafür. Ich kann doch gar nichts machen. Schuld und Verantwortung sind zwei Dinge, die unser Verstand total scheut. Und zwar wie der Teufel das Weihwasser. Bevor er die Schuld für irgendetwas auf sich nimmt, bevor er die Verantwortung für irgendetwas übernimmt, schiebt er diese lieber auf die anderen Menschen oder Gegenstände oder Umstände oder Situationen. So ist es nämlich wesentlich einfacher, da damit auch die Verantwortung übergeben wird, die Dinge, die nicht zufriedenstellend sind, zu ändern. Mein Tipp für dich: Übernimm du ab heute die Verantwortung in deinem Leben zu 100%.
So erlangst du die Kontrolle zurück und vor allen Dingen erlangst du auch die Macht in deinem Leben zurück. Die Macht, Dinge in deinem Leben ändern zu können. So wirst du auf dem Weg zu all dem, was du wirklich willst, unaufhaltsam. Denn du weißt, ganz egal, was passiert, du bist dafür verantwortlich und du kannst es ändern. Wir kommen zu Streich Nummer 4. Ich höre bald damit auf. Versprochen! Schlechte Gewohnheiten und Charakterzüge zu ändern, ist ein Prozess. Und dieser Prozess kostet wirklich viel Kraft und Energie. Also ein Prozess, auf den unser Verstand gerne verzichtet, da er es liebt, seine Energie zu sparen. So hat er sich mit der Idee von bald oder irgendwann einen netten kleinen Deckmantel geschaffen, der uns davon abhalten soll, hinter seine Absicht zu kommen. Denn in Wahrheit will er niemals irgendetwas verändern. Diesem Streich kannst du effizient entgegensteuern, indem du eine große, unbeugsame Entscheidung triffst. Du verpflichtest dich, schließt einen Vertrag mit dir selbst, baust ein riesiges Warum auf und ziehst es dann einfach durch. Muster und neue Gewohnheiten etablierst du dann, wenn du es einfach tust und es dann in deinem Tun regelmäßig wiederholst. Wir kommen zu Streich Nummer 5. Und dieser Streich, der hat es wirklich in sich, denn ich höre ihn wieder und wieder und wieder auf meinen Workshops, in den vielen Coachings, in den Telefonaten. Und er heißt: Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Durch diesen Streich des Verstandes fallen die Leute in eine Art Stand-by-Modus. Sie glauben, dass die Zeit dafür, was auch immer dieses dafür für sie ist, noch nicht reif ist. Dass sie nur noch etwas länger auf der Ersatzbank ausharren brauchen, bis es auch für sie dann endlich mal irgendwann losgeht. Doch in Wahrheit versucht der Verstand mit diesem Streich lediglich den Mut zu kompensieren, an dem es ihnen fehlt, tatsächlich in die Umsetzung zu kommen. Mach dir bewusst, dass du, wenn du aus Angst vor dem falschen Moment niemals in die Handlung kommst, garantiert den richtigen Zeitpunkt verpassen wirst. Wahr oder wahr? Macht das Sinn für dich? Es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, nicht den richtigen Moment. Vielmehr gibt es jederzeit die Chance für dich, Erfahrung zu sammeln, zu wachsen und etwas aus deinem Leben zu machen, was du dir wirklich wünschst, selbstbestimmt die Reise und die Route zu bestimmen. Und aus Erfahrungen lernst du und aus dem Gelernten wächst du. Somit bist du immer dann, wenn du es tust, wenn du dich aufmachst, wenn du in die Handlung kommst, immer ein Gewinner. Also erzähl dir keine Geschichten und mach's einfach. Zieh es doch einfach mal durch. Fang an, denn besser werden kannst du immer noch. Streich Nummer 6. Ja, oh, wie ich ihn liebe, diesen Streich Nummer 6. Hör gut zu. Dafür braucht man jede Menge Glück. Um es erst gar nicht probieren zu müssen, hat sich unser Verstand des Konzeptes von Glück bemächtigt und setzt dieses nur zu gerne ein, um uns weiß zu machen, dass wir irgendein Ziel oder einen Traum nicht erreichen können, weil es dafür jede Menge Glück braucht und unsere Chance, dieses Glück zu haben, fast schon gegen Null geht. Um diesen Streich auszulöschen, mach dir Folgendes bewusst. Mach dir bewusst, dass du, wenn du gar nichts machst, niemals erfahren wirst, ob dir das Glück hold ist oder nicht. Denn du hast dem Glück in dieser Situation ja gar keine Chance gegeben, sich zu zeigen. Und damit hast du schon verloren, bevor es überhaupt begonnen hat. Kein gutes Konzept, oder? Also, fordere dein Glück heraus und vertrau mir. Die Chance, dass es sich zeigen wird, steigt rasant nach oben. Streich Nummer 7. Das war schon immer so und deshalb bleibt es auch so. Kennst du bestimmt, oder? Viele Menschen glauben nicht, aus ihren bisherigen Mustern ausbrechen und ihr Leben verändern zu können, weil die Dinge ihrer Ansicht nach schon immer so waren, wie sie sind und deshalb auch immer so bleiben.
Wie bitte? Nur weil etwas in der Vergangenheit eine bestimmte Form hatte, bedeutet das nicht automatisch auch, dass diese Form alle Zeiten überdauern wird. Veränderung ist und bleibt die einzig wahre Konstante. Mein Tipp an dich, blick nicht zurück, sondern nach vorne. Denn stell dir doch mal vor, du fährst mit 200 Sachen auf der Autobahn entlang und schaust die ganze Zeit nur in den Rückspiegel. Was wird das Ergebnis sein? Ganz klar, oder? Es wird knallen. Wahr oder wahr? Und knallen bedeutet meistens körperlicher und emotionaler Schmerz und meistens kostet es auch noch Geld in deinem Leben, wenn es knallt. Richte also den Blick nach vorne. Lerne aus der Vergangenheit und lass die Vergangenheit in Frieden ruhen. Kommen wir zu Streich Nummer 8. Und der Streich Nummer 8 ist wirklich brutal. Er ist sozusagen der personifizierte Dämon. Ich kann nicht. Der Verstand der meisten Menschen ist voll von limitierenden, beschränkenden und sabotierenden Glaubenssätzen, die sie durch vergangene Ergebnisse und Beobachtung gesammelt haben und die sie heute noch daran hindern, ihr volles Potenzial zu nutzen. Und diese limitierenden, einschränkenden, sabotierenden Glaubenssätze überzeugen sie doch tatsächlich davon, dass sie die Dinge, die sie sich wünschen würden, nicht erreichen können, aus welchen Gründen auch immer. Mein Tipp, damit du diese Glaubenssätze angehen kannst, höre meine letzte Podcast-Folge an, war Folge Nummer 60. Da geht's um die Top 10 der limitierenden Glaubenssätze, die du dir wahrscheinlich erzählst. Wenn du dir diese Podcast-Folge anhörst, wird dir zu diesem Thema einiges klarer. So, das waren sie also, die 8 Streiche, die dein Verstand dir spielt. Mein Durchstarterrat für die heutige Folge lautet, lass dir keine Streiche mehr spielen, sondern denke deine eigene Wahrheit. Ich hoffe, dir hat die Folge dieses Mal wieder gefallen. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und hoffe, dass du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Wie auch immer du dich entscheidest, mach's einfach, denn du bist viel, viel größer, als du denkst.